Ich verbringe mehr Zeit mit Frauen als mit Männern. Sex war oft nur der treibende Vorwand, das Vorspiel, um von ihrem Leben zu erfahren, in ihr Herz, in den Kopf zu dringen, in ihre dunklen Abgründe. Denn alles, was ich wollte, war alles. Die Frau und die Freiheit. Die bürgerliche Moral interessiert mich nicht. Ich schreibe das Buch, weil ich etwas, so elegant wie möglich, preisgeben will. Über jene, die mein Leben bereichert haben. Und jene, die seine Spur ruiniert haben. Und jene, die genug Entschlossenheit für ihre Träume mitbrachten. Und jene, die in ein biederes Dasein schlitterten. Und jene, die von Melancholie und Lebensekel getrieben den Freitod wählten. Und jene, die an Drogen zugrunde gingen. Und jene, die von Männern vergewaltigt wurden. Und jene, die von einem Mann getötet wurde. Und jene, die das gemeinsame Bett verließ und auf die Kanzel stieg, um als Pastorin das rechte Sein zu predigen. Und jene, die in beispielloser Armut auf Matratzenfetzen schliefen. Und jene, die auf Geld bestanden für Nähe. Und jene, die mir Geld stahl. Und jene, die nackt mit mir in Räumen verschwanden, wo andere Frauen und Männer auf uns warteten. Und jene, die Rache nahmen, weil ich jeder Versuchung nach ihnen widerstand. Wäre ich all diesen Frauen nicht begegnet, ein Ozean voll bewegender Stürme und Schiffbrüche würde mir fehlen. Ich bestand darauf, ziemlich unerbittlich, dass ich am Leben war. Der Liebe zum Leben, ja, der war ich verbissen treu.